Salamun alaikum und alaikum salam, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Bakashi, und zusammen spielen wir heute wieder eine Runde Nicer Dicer. Samina mina, waka waka Samina mina, sankaleva. It's time for Waka Yashi. Nicer Dicer ist ein neues Format hier auf meinem YouTube-Kanal, und zwar geht es darum, dass wir in dieses neue Abenteuer des Schwarzgeistes in Black Desert Online spielen. Ich sammle immer 2 Wochen Würfel und dann nutzen wir die ganzen Würfel und gucken, was wir da so gemeinsam rausbeziehen können. Es gab vor kurzem ein Event, wo wir 13 Karten for free geschenkt bekommen haben. Das sind alle möglichen Arkanen-Karten, die man ziehen kann. Da hat man einfach so nochmal Bonusmöglichkeiten, ne? Zum Beispiel diese 6 Felder hier, diese 6 Karten ermöglichen dir deinen Charakter, um 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze weiter vorrücken zu lassen. Der hier gewährt dir einfach nochmal zusätzlich zu den verbleibenden Würfeln noch weitere Würfel, also 1, 2 und 3. Der hier zieht dich zurück auf Start. Der hier gibt dir einen doppelten Loot. Der hier gibt dir nochmal weitere Würfel. Und der hier lässt dich auf irgendeine Position transportieren. Aktuell befinden wir uns im Special-Feld, da hatten wir auch vor 2 Wochen beim letzten Video aufgehört. Und jetzt gucken wir mal. Wir wollen hier auf dem Special-Feld immer diese 20 Kaflas mitnehmen. Also, wir brauchen eine 9, um auf diese 20 Kaflas zu kommen. Ich würde erstmal sagen, wir nutzen als erstes, wir nutzen Black Noise sehr gut. Wir nutzen zuallererst, das ist das, was Dark My Tosk gesagt hat, ich verstehe es jetzt, erst die +3-Karte. Kriegen die 5 Cronstones und nun wird aus 9 6. Da wir hier noch einen Dreierpasch haben, kommen wir hier auf 2, 4, 6. Mein Freund, ey. Mein Freund. Das ist erstmal 20 Kavlas auf meinen Nacken. Bei dem Pasch dürfen wir noch ein zweites Mal würfeln. Also mal gucken. Vielleicht kommen wir noch auf die 20 Urgeistaub. 30er Stacks. 10 Kavlas. Und 4. Ja, sehr schön, sehr schön. 20 Urgeistaub nochmal hinterher. Lecker Schmecker. Warum nicht doppelten Loot? Du hast es verkackt. Man kann mehrere Karten hintereinander benutzen. Ich dachte, es ist nur einer. Wieso schreibt ihr denn nichts? Wieso braucht ihr so lange? Ich dachte, man kann nur eine Karte zur Zeit nutzen. Habe ich doch geschrieben. Nur manche gehen einmal. Ja, aber woher soll ich denn das wissen, mein Freund? Mein Freund. Och, Mann, ey. Jetzt fuckt ihr mich komplett ab hier. So, Leute, was machen wir jetzt? Die Frage ist 1, 2, 3, 4. Nee, das wollen wir nicht machen. Die Frage ist, wollen wir diese Karte hier nutzen? Diese hier. Einmal komplett zurück auf Start Nummer 1. Geh einfach wieder auf los. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Da, ich hätte 40... Ich hätte 40 Kaflas haben können. Sag mal, Leute, Mann, das ist der Epic Fail des Jahres, ey. So, los geht's. Jetzt pass auf, was haben wir hier? 25 Urgeistaub. Sind 5 Kafras. 2, das sind 20er Stack. Wollen wir die 25 Urgeistaub mitnehmen? Nehmen wir die mit oder würfeln wir einfach? Weil ich würde, glaube ich, eher darauf schwitzen. Nein, nehmen wir nicht mit. Okay, dann yalla, würfeln wir. Bei 4 kommen wir hier hin. Will ich auch nicht haben. Wir würfeln ganz normal. Los geht's. Tschakka. Boah, eine 12 mit 6er Pasch. Boah. Okay, 5 Kaflas ist okay, ist okay, ist okay. Eine 6. So, Achtung, Achtung! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe einen 4er Pasch. Jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. Guck, ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem, Leute. Ich wusste, dass das passiert. Und ich dachte schon, wir machen das einfach in der nächsten Runde. Ich brauche also eine 4. Das heißt also, ich muss auf 1, 2, 3, 4 kommen. Nein, stopp. Ich muss auf 1, 2, 3 kommen. Dann habe ich eine 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich habe doch den 3 gerade benutzt. Nein, ich habe die 3 gerade benutzt. Nimm 1 und 2. Ah. Man kann die mehrfach benutzen. Ich verstehe jetzt das Spiel. Ich bin Video-Partner. Und wenn ihr Fragen habt, besucht meinen Twitch-Kanal, Link in der Beschreibung. Also, wir benutzen erst die 1. Nimm die 5 Cronstones mit. Würfeln jetzt die 2. Würfeln jetzt die 2. Einmal bestätigen, schnell. Ja.
Ja? Ja? Ja, okay, okay, okay. Und jetzt würfeln wir nicht den Viererpasch. Erst doppelten, ich lese, dann doppelt Lootkarte. Schöner Zufall, die Belohnung des erreichten Feldes wird um zwei So. Und jetzt. So, ich hab das doch gewusst, Leute. Ich hab euch doch nur ein bisschen ärgern wollen, ne? Also, los geht's jetzt hier. Los geht's. Oh, 40 Kaflas. Und nochmal neu würfeln. Nochmal 20 Urgeistaub. Lecker. Nicer Dicer. 1 Nicer Dicer, Leute. Wir sind hier. Herzlich willkommen bei 1 Nicer Dicer. So, die Frage ist jetzt. Kann man jetzt noch. Wir können noch 4, 5 und 6 nutzen. Wir können 4, 5, 6 nutzen. 4, 5 oder 6. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wollen wir die 6 nehmen? Für die 30 Urgeistaub? Oder sagt ihr das Schmutz? Was würdet ihr machen? Oder? Oder würdet ihr den zufälligen Zufall? Zufall? Würdet ihr Zufall nehmen? Zufall? Ja, bin ich auch gut. Normal durch? Zufall? Klar, Zufall? Zufall? Mach noch normalen Wurf, dann Zufall. Wenn ich jetzt nochmal einen Wurf mache, dann habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn ich also eine 10, 11, 12 oder ein Pasch davor würfeln will. Ich weiß nicht, Leute. Die Wahrscheinlichkeit steht nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Spar den Wurf. Ja. Ja. So. Ein zufälliges Feld, auf das wir landen. Ja? Plus 4? Plus 4, ne? Ja, Baby, Digga, das ist doch gut. 1 Gramm, egal, aber das ist gut. Digga, 80 Kafras. 80 Kafras, Digga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 6 nehmen für 10 Kafras. Nochmal, Leute, was würdet ihr sagen? 10 Kafras nehmen oder nicht nehmen? Für den 6er-Würfelwurf. 10 Kafras mitnehmen? Aber die Karten sind nice. Nimm die 10 Kaffers mit. Ja, ich würde auch sagen, 10 Kaffers nehmen jetzt, weil ich bin jetzt gleich sowieso fertig. Mit der Runde. Ja, egal. Die Kaffers nehmen jetzt mit. Die Mehrheit hat ja gesagt. So. Jetzt haben wir nochmal, warte mal, jetzt haben wir nochmal hier die 5. Die 5 hätten wir hier. Und das hier ist zufällig, das ist mir egal. 1, 2, 3, 4, 5. Die 3 Kaffers mitnehmen. Nein, Spaß. Ich mache nur Spaß. Ich würfel nochmal. Los geht's. Eine 10. Ja, wir sind finish. Okay. Nochmal ein Rat der Bestimmung. Rat der Bestimmung, weil wir das Feld geschafft haben. Und jetzt sind wir zurück und jetzt geht es hier los. So, hier haben wir jetzt noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Schmutz. Also ganz kurz das hier, ne? Was macht das hier? Es werden zufällige Würfel gewährt. Das können wir doch einfach aktivieren, oder? Also ich würde das jetzt einfach aktivieren. Das gibt ja einfach nur Würfel. Könnt ihr mal was dazu schreiben? Hol dir erstmal die Zufallwürfel. Ja, mache ich gleich. Träne des Elions, ja, wenn wir sterben, brauchen wir das auch, ne? Genau, zufällige Würfel, holen wir uns mal die ab. Gib mal. Klapper, Rassel. Ah, nice, nice. Oh, das ist ein Pasch. Einser Pasch. Oh, das ist nice. Das können wir hier nicht nutzen. Für die 10 Kaflas hier unten, ne? Einser Pasch, wenn wir bei Start sind. So. Der ist gut, ja, finde ich auch. Dann würde ich jetzt erstmal normal würfeln, weil ich habe ja noch 2 Würfel. Pass auf, ich würfel noch einmal. Nehme noch eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würfel nochmal. Ein 4er Pasch. Okay, das ist ein konzentrierter Stein. Nochmal würfeln. Eine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fragezeichen, das ist ein schwarz... Nee, ich dachte, das ist ein Feldstack. Schade. So, und jetzt haben wir nur noch einen Wurf, Leute. Wir haben also einen Wurf, um ans Ende zu kommen. Würdet ihr jetzt einmal das hier nutzen? Oder, ja, das hier. Dann haben wir nämlich einen mehr. Aber ich will das Spielfeld zu Ende bringen. Weil es gibt doch hier am Ende, wenn wir da diese Milestones erreichen, ich würde auch einen mehr nehmen. Weil dann haben wir perfekt das Ende. Einen mehr. Also, dann haben wir... So. 2 Würfel, also würfeln wir einmal. Ich hoffe, schön hoch.
9, warte mal. 3, 4, 6. Ja. Und so, und jetzt kommen wir ins Ziel. Also, ganz kurz überlegen. Können wir jetzt noch failen? 1 und 1 würde uns dahin bringen. Und zu Marcel Davis. Und danach kriegen wir einen Pasch und gehen sowieso ins Ziel. Wenn wir eine 3 würfeln, sind wir auch im Ziel. Also, wir haben gewonnen. Also, wir haben gewonnen. Das ist perfekt. Erfolgreich abgeschlossen. Wir kriegen eine Abenteuer-Schwarzkiste und können jetzt von vorne beginnen. So. 1er-Pasch nutzen. Ja, oder Leute? Würdet ihr auch machen, oder? 1er-Pasch nutzen. Oder eine 5? 1, 2, 3, 4, 5. Pasch easy. 1er-Pasch. Yalla. So, dann haben wir einmal die minus 1. Kommen zurück, holen die 50 Urgeiststab ab. Das sind 10 Kafras. Und dürfen nochmal würfeln. Jetzt kommen wir auf plus 3 Feld, kriegen Rat der Bestimmung nochmal. Das ist auch nice. Lecker, schmeckt. Jetzt brauchen wir eine 7 oder eine 8. Eine 7 oder eine 8. Eine 7 oder eine 8. Eine 7 oder... Eine 7 oder eine 8. Eine 7 oder eine 8. Na 9. Eine 9. Natürlich eine 9, Digga. Natürlich eine 9. So, dann haben wir... Egal, ein T9 Matt. Ist auch nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5. Wir gucken weiter. Was geht weiter? Eine 10. Wir haben noch 2 Würfe. Uff. 1, 2, 3, 4, 5. Würdet ihr den 5er Würfel nutzen, um einen extra Wurf zu holen? Oder nicht? Nein? Nein? Okay. Ich würfel jetzt noch einmal so. Ich würde es ehrlich gesagt machen. Aber ich würde den lieber aufbewahren für das Special-Feld. Oder wenn ich, um auf das Special-Feld zu kommen. Eins dafür. Ich würde das nicht jetzt hierfür wasten. Ein Wurf ist halt nichts wert, finde ich. Wir würfeln nochmal weiter. Och, das ist zu wenig, Mann. Eine 5. Passt doch. Passt doch, meine Freunde. So, aber die Frage ist, um das Feld abzuschließen, würde ich jetzt gerne einmal den hier nutzen. 2 extra Würfe, dann hätte ich 3 Würfe. Und mit 3 Würfen, wenn ich da nicht zum Ziel komme, dann weiß ich auch nicht. Was würdet ihr sagen? Machen oder nicht machen? Oder wollen wir einmal failen lassen? Macht das? Würde ich auch machen. Würde ich auch machen. 2 extra Würfe. Dann. Los geht's. Eine 4. Ein Weichschrei. Ist okay. Ist okay. I take it. So, noch ein Wurf. Eine 11. Das ist sehr gut. Okay, gut, egal. 9. Noch einmal, dann haben wir die nächste Milestone erreicht. Und jetzt haben wir jetzt noch 5 und den 3, Max 3. Okay, los geht's. Jetzt können wir einfach durchwürfeln. 9. Das ist Rat der Bestimmung hier oben. Eine 7 oder eine 8. Eine 7 oder eine 8. Eine 7 oder 8. Eine 7 oder eine 8. Eine 8! Wir sind auf dem Special Feld. Wir sind auf dem Special Feld. Ich sag's euch, Leute, wir brauchen die plus 5. Wir brauchen die plus 5, die wir eben nicht genutzt haben. Wir brauchen sie. Plus 5 würde hier 1, 2, 3, 4 einen 20er Stack geben. Nee, dafür waste ich das jetzt erstmal nicht. Nee. Eine 8. 6, 7, 8. Ein Kafra. Ein Kafra-Stein. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5 wären 20 Cronstones. 20 Cronstones wäre schon nicht schlecht, aber 40er Stack. Wir schwitzen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Eine 4. 5 Kafras ist auch nice, lecker, schmecker. So, 1, 2, 3, 4, 5. 10 Kafras. Ne, 10. Nee. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 Kafras. Ne, ich schiele. So, 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße, Dreck, arme Nazi, zack, ey. Uff. Wir brauchen eine 6. Eine 6. Eine 4. Eine 8, eine 10, eine 12. Komm. 5 und plus 1 habe ich nicht. Habe ich alles nicht. Ich würfel jetzt. Wir haben nur noch eine 5. Eine 5 haben wir noch. Und da kommen wir da auf einen Cronstone. Bitter, egal, eine 6. Du Hundesohn. 1, 2, 3, 4, 5 für 20 Urgeist. Ich glaube, das sind 4 Kafras drauf gepfiffen, ey. Ich würfel normal. Die Sache ist, wollen wir das hier nutzen? Nein. Nein, oder?
Nee, oder? Ich würde da nichts mehr nutzen. Ich würde einfach würfeln. Nein, nein, nein. Komm. Ich will das Hauptfeld fertig machen. Eine 10. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Oh, geh doch ein weiter, Mann. Okay, egal. Passt. Wir sind wieder zurück. Back to back. 5 wäre 10 Urgeistaub. Nee. Wir machen weiter. Ein Pasch, ein 2er Pasch. Ja, ein T9 Matt plus. Wir können, dürfen nochmal würfeln. Oh! Digga, das ist ja richtiger Scam hier. Das ist ja richtig Scam. Also das ist echt Müll. Magische Flüssigkeitssammler. Okay. Wichtig? Wieso ist das wichtig? Weil jetzt 1, 2, 3, 4, 5 will ich nicht haben. Also, die Sache ist, ob... Ich schaffe das, glaube ich, nicht, ne? Das sind neue Special-Sammler. Echt jetzt? Nein, sind sie nicht. Okay, du hast Cover gemacht. Weiter geht's. Boah, noch ein paar, komm. Komm, bring mich ganz weit nach vorne. Bring mich ganz weit nach vorne. Eine 9. Oh, warte mal. Komme ich hier auf plus 4? Extra Wurf. So, Leute, meine Damen und Herren. 1, 2, 3, 4, 5. Also, ich hab... Würfeln wir einfach. Also ein 1er Pasch würde uns helfen. Eine 3 oder eine 4 würde uns das Genick brechen. Würfeln. Wir kommen genau aufs Ziel. 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Nice. Okay, next Milestone erreicht. Eine feine Accessoire-Kiste haben wir bekommen. Das nächste ist jetzt bei 20. 2 Shakatus glänzende Kampfkisten. Weiter geht's. Los geht's. Wir haben eine 9. Das ist wieder Rat der Bestimmung. Und wieder eine 7 oder eine 8. Eine 7 oder eine 8. Die 7 ist die meist, also wahrscheinlichkeitsmäßig betrachtet, ist die 7 die höchste, hat die höchste Wahrscheinlichkeit, die 7 zu würfeln. Guck, was 10er Runden Belohnung ist. Ja. Feine Axwa-Kiste, ne? Mozart? Weiter geht's. So. 7 oder 8? Ach so. Ist das so, Herr Wacker? Und da würfeln wir eine 8 und sind wieder auf dem Special-Feld, meine Damen und Herren. Okay, weiter geht's. Los geht's. Also. Sind wir ein bisschen carried, Leute? Würdet ihr sagen, ich bin carried? Nach dem Lehrbuch? 5 wären 20er Stack? Nö. Ein Vierer-Pasch gibt uns einen Kafferstein und wir dürfen nochmal würfeln. Komm, bring mich hier hin. Eine 7. Oh, wo kommen wir denn hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 40er Feldstack! Wow! 1, 2, 3, 4, 5. 2 Kafflers, wir würfeln normal. Oh nein, da wir kommen über die Zahl. Oh, 25er Stack, ist auch gut. Jetzt noch ein 1er-Pasch. 1er-Pasch, 1er-Pasch, 1er-Pasch. Eine 7. Oh Mann, ein Cronstone ist so unnötig, Mann. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 6 Urge, das sind 6 Kafras darauf geschissen. Wir würfeln weiter. Eine 8. Oh, Digga, den Felsig hätte ich noch gerne mitgenommen. Okay. Carried hoch 10. Partner-Buff. Back to back. Weiter geht's. Wir haben die plus 5 immer noch. Wir würfeln weiter. Wir haben eine 6. Das sind 10 Urge-Staub. Ne, ist ein schwarzer Schwarzwein-Kristallsplitter. So, wir würfeln die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nö, wir würfeln weiter. Und haben dann eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Plus 3 benutzen. Ja, ne? Um noch einmal safe durchzukommen. Plus 3 nutzen. Guck mal, ich stehe hier. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 brauche ich. Okay. Ja, benutzt. Sonst verschimmelt der ja noch hier. Gut, dann dürfen wir nochmal... Dann haben wir auf jeden Fall schon 11 gemachte Felder. Los geht's. Eine 8 ist schon mal schön hoch. Ne? Also ist schon relativ hoch. Dann noch einmal. Oh, eine 5 hätte da. Ich hätte einen Feldzeug haben können. Egal, Brandstein ist auch nicht schlimmer. Ist auch nicht schlimm. Brandsplitter. Egal. 5 oder 1, 2, 3, 4, 5. Dann bin wir genau im Ziel. Aber brauchen wir nicht. Wir haben noch 2 Würfel. Das passt schon. Eine 4. Nochmal extra Würfel. Ist auch nice. Och, nicht schon wieder das gleiche Szenario, Digga.
Schon wieder das gleiche Szenario. Wenn ich jetzt eine 3 würfel oder eine 4 würfel, Digga, dann gehe ich auf Klo. Oh, Glück gehabt, eine 5, Digga. Ich habe schon die 2 gesehen, Mann. Boah, gut, nice. Nice, nice, nice. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Los geht's. Eine 5 bringt uns nichts. Wir würfeln direkt. Eine 5 bringt uns nichts. Aber egal, wir kriegen trotzdem eine 5. Ist okay, ist okay, ist okay. Eine 3? Eine 3 würde uns eine neue Karte geben. Eine 9. Oh, ich dachte, reine Magiemasse. Okay, 2 oder eine 3? 2 oder 3? 2 oder 3? Komm, Baby. Komm, Baby. 2 oder 3? Oh, eine 8. Tschüss. Die 5 hätte... Nee, nee, die hätte nichts gebracht. 1, 2, 3, 4, 5. Auch nichts. Weiter geht's. 6er Pasch, aber wir haben keinen Wurf mehr. Bringt uns also nicht wirklich viel. Bringt uns nicht wirklich viel. Oh nee, eine 3, ey, da kommen wir niemals ins Ziel. 1, 2, 3, 4, 5 und dann würfeln. Boah, das ist viel zu risky. Egal, ich würfel jetzt einfach durch. Die plus 5 würde uns nichts bringen. Eine 9. Oh, das ist der Feldzeug. Das ist nochmal nice. Das ist nochmal nice. Ein 27er Stack. Schmeckt lecker. Wir haben es nicht geschafft. Wieder zurück. Back to back. Und jetzt nochmal durchwürfeln hier. Ein 6. Das ist gut. Wir kommen auf plus 3. Kriegen Rat der Bestimmung. Schmeckt. Jetzt eine 7 oder eine 8. 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 Und es ist eine 7. Wow. Würdet ihr sagen, ich bin carried oder bin ich nicht so carried, Leute? Würdet ihr sagen, ich bin carried oder ich bin nicht so carried, meine lieben Damen und Herren? Eine 7, okay. Partner Buff overpowered, carried. 5 Cronstones. Ich würde sagen, halt's Maul. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kafras sind nicht so geil. Wir dürfen weiter. Eine 5, okay, 5 Kafras. Er will uns unbedingt die 5 Kafras geben. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 10 Uga, 10. Cronstones finde ich nicht so geil. Wir würfeln nochmal. 6 sind ein Kaffer. So, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben noch hier welche jetzt bekommen. Und zwar im Tresor. Wo sind die Würfel? Da. Die können wir jetzt nutzen, ne? 1. Achso, ich muss aufstehen. So, meine Damen und Herren, also ich brauche eine 5, 6, 7, eine 7, eine 7, eine 7 oder eine 5 oder eine 9 oder eine 11. 5, 7, 9 oder 11. Hallo, Rotschum. Heil. Boah, Digga, tschüss, Digga, wo willst du denn landen, Mann? 10 Ka... Ah, Mann. 10 Kafras hätten wir auch haben können. Nochmal eine 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 Cronstones, schmeckt auch lecker. Und wir kommen jetzt auch einmal ins Ziel, Wir kommen ins Ziel, ne? Kommen ins Ziel? Ja, komm hier. Klar. Digga, ich habe kurz einen Brain Freeze gehabt. Passt. Rat der Bestimmung gönnt uns. Und wir haben jetzt nochmal 3 Würfe. Aber nur noch einen Würfel frei. Also, letzter Wurf, Leute, liebe Damen und Herren, liebe Damen und Herren und Zuschauer. Letzter Wurf, heute. Mir ist egal, was ich bekomme. Ist egal. Eine 8. Ja, hier. Layla's Petal. Layla's Petal. Okay. Das ist eins nicer Dicer gewesen. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ihr könnt auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was eure carriedsten Momente waren. Ne? Aber genau aufschreiben, damit ich auch nachvollziehen kann. Würfel das auf dem Feld so und so, dann into das und dann into das. Wenn ihr allgemein auch noch Vorschläge habt, wie man diese Arkanen-Karten noch so nutzen könnt, kann gerne mal in die Beschreibung reinhauen. Ist halt relativ neuer Content, ne? Und ich finde das echt ziemlich geil, was sie da aus diesem Abenteuer des Schwarzgeistes gemacht haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute, und bis zum nächsten Mal.